Wir haben uns beim letzten Mal angeschaut, wie wir von unserem Erdmodell, einem Geoid, zur Abbildung von geografischen Koordinaten kommen. Wir sind also diesen Weg hergegangen, eine Erde, die oft als Kugel in unserer Vorstellung existiert, zu einem Schwerefeldmodell der Erde und der Abbildung durch einen Referenzellipsoid, in den wir dann ein geografisches Koordinatensystem einhängen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir von diesem geografischen Koordinatensystem weiterkommen, tatsächlich bis zu einem Kartennetz, bis zu einer kartografischen Darstellung, kartografischen Vermessung der Erde. Geografisches Koordinatensystem hier noch einmal dargestellt. Wenn wir an irgendeinem Ort auf der Welt sind, dann können wir einen Winkel gegen Nord, das funktioniert natürlich auch gegen Süd, messen und wir können einen Winkel nach Osten bzw. Westen messen. Wichtig dabei ist, dass wir irgendwo den Bezugsmeridian festlegen, also wo sind unsere 0 Grad Richtung Osten oder Richtung Westen in diesem Fall. Das wurde definiert durch die Sternwarte in Greenwich, durch die läuft dieser 0 Meridian durch. Alles, was östlich davon ist, können wir dann bis 180 Grad nach Osten zählen. Die Regionen auf der Welt, die westlich davon sind, zählen wir in westlicher Länge bis 180 Grad und dann treffen sich diese beiden Winkel praktisch genau auf der Rückseite von Greenwich auf der Erde wieder. Die Winkel Richtung nördlicher und südlicher Breite, die werden gegen den Mittelpunkt unseres Referenzellipsoids abgetragen. Wenn wir jetzt von diesem auf der Kugel in Winkelgrad verorteten Referenzsystem ausgehen, beziehungsweise auf dem Ellipsoid, keine Kugel verorteten Winkelsystem ausgehen, zu einem kartografischen oder geodätischen Koordinatensystem, das metrisch ist, dann müssen wir irgendwie den dreidimensionalen Raum hinter uns lassen und zu einem zweidimensionalen Raum kommen. Und dann könnten wir zum Beispiel unsere Koordinaten Richtung Nord abtragen, indem wir messen, wie weit ist es von einem bestimmten Ort bis zum Äquator. Das wäre eine Möglichkeit, so wird das im UTM-System gemacht. Da wird das entlang eines sogenannten Bezugsmeridians, dieser Abstand, gemessen. Und rechtwinklig dazu können wir Koordinaten östlich oder westlich des Bezugsmeridians abtragen. Das geschieht dann in Metern, also wie viele Meter haben wir von zum Beispiel diesem Punkt zu unserem Bezugsmeridian. Und damit wir hier keine negativen metrischen Angaben haben, wenn wir westlich dieses Bezugsmeridians sind, wird im UTM-System zum Beispiel der Rechtswert, so nennt man das dann, mit dem man die Ost- bzw. Westkoordinate abträgt, entlang dieses Bezugsmeridians hier auf 500.000 Meter gesetzt, sodass, wenn wir ein paar tausend Meter westlich davon sind, locker noch im positiven Bereich sind. Wenn wir mehr als 500 Kilometer westlich davon wären, dann würden wir in einen negativen Bereich kommen. Warum das bei UTM eigentlich gar nicht passiert, das schauen wir uns später an, wenn wir uns das UTM-System nochmal kurz genauer anschauen. Hier erstmal zur Illustrierung. Wir wollen von einem gradbasierten System auf unserem Ellipsoid in ein metrisches System, in einem rechtwinkligen Koordinatensystem, das unser Kartennetzentwurf ist und das letztendlich unser Koordinatensystem darstellt, indem wir unsere Karte zeichnen oder auch vom Computer dann darstellen lassen können. Machen wir mal ein Beispiel einer Kartenprojektion, ein ganz einfaches. Nicht alle Kartenprojektionen können so einfach konstruiert werden wie diese hier. Die kann tatsächlich noch geometrisch konstruiert werden und die können wir uns auch bildlich ganz gut vorstellen. Wir können uns nämlich vorstellen, dass wir hier unten eine Lampe hinstellen und das hier wäre jetzt ein Modell unserer Erde. Stellen wir uns vor, das ist tatsächlich ein Rotationsellipsoid, der hier gezeichnet ist. Und hier mal abgetragen, schemenhaft einzelne Breitenkreise. Das hier wäre also der Äquator in diesem Fall. Hier wäre der Südpol, hier wäre der Nordpol. Und jetzt wählen wir mal eine Darstellungsfläche aus. Wir können uns also vorstellen, wir tun hier oben ein Stück Papier über unser Modell legen. Und dann verbinden wir den Schnittpunkt jeweils unserer Breitengrade mit dem Rand, hier im zweidimensionalen dargestellten Rand unseres Erdmodells. Wenn Sie sich das dreidimensional vorstellen, hier unten wäre eine Lampe, hier wären schwarze Striche eingezeichnet.
dann könnten wir hier auch Schatten verfolgen. Und wenn wir also jetzt hier von unserem Beleuchtungszentrum, von unserem Projektionszentrum durch den Schnittpunkt hier unseres Breitenkreises mit unserer Erdbegrenzung gehen und diese Linie weiterziehen, dann können wir diesen Punkt hier auf der Erde an diese Stelle hier in unserer Abbildung auf unserem Stück Papier zum Beispiel übertragen. Das können wir auf der anderen Seite natürlich genauso machen. Und wenn wir diesen beiden Punkte hier oben haben, dann können wir die mit einem Halbkreis verbinden und damit haben wir praktisch schon die Hälfte unserer Erdkugel von oben betrachtet entlang dieses Breitenkreises abgebildet. Wenn wir das jetzt noch für die anderen Breitenkreise machen, hier mal dargestellt nur an einem Beispiel, dann würden wir hier oben mehr solcher Breitenkreise bekommen und die Längenkreise können wir dann einfach als Geraden einziehen. Und die Winkel hier zwischen diesen Geraden, die würden auch dann Winkeln entsprechend in Ost- oder Westrichtung entsprechen. Wir können hier frei definieren, was wir hier für eine Koordinate haben und hier. Die muss nur 180 Grad auseinander sein. Und unsere Breitenkreise hier, das wären dann die Darstellungen für, in diesem Fall, unser Projektionszentrum war südlich des Äquators. Das heißt, wir haben hier Abbildungen von Breitenkreisen auf der Nordhemisphäre. Sowas kennen Sie vielleicht schon aus der Schule und sowas ist ein ganz klassisches Beispiel für Kartenprojektionen. Und nach dieser Systematik kann man noch mehr machen. Die unterscheiden sich nach dem Typ der Projektionsfläche, ob ich so eine Azimutprojektion mache, wie gerade in dem Beispiel, wo ich also oben an den Nordpol oder geht auch auf den Südpol eine Blatt Papier lege, so eine Abbildungsscheibe lege, ob ich einen Kegel um die Erde herum mache oder ob ich einen Zylinder um die Erde herum mache. All diese Formen können Sie sich tatsächlich dreidimensional vorstellen. Nehmen Sie einen Ball in die Hand, holen Sie sich ein Stück Papier und formen Sie diese Formen nach, dann haben Sie genau diese Kartenprojektionen. Und je nachdem, welche Kartenprojektion Sie wählen, haben Sie danach eine unterschiedliche zweidimensionale Abbildung der Erde. Hier im Beispiel dieser Azimutprojektion schauen wir quasi von oben auf die Erde und wir sehen auch, je weiter wir zum Äquator kommen, umso näher rücken hier die Breitenkreise zusammen. Bei so einer Zylinderprojektion, gleiches Beispiel, die Breitenkreise, der Abstand hier wird in diesem Fall länger, je näher wir zum Äquator kommen, also die Distanz von einem Breitenkreis zum nächsten wird größer. Das ist in der Azimutprojektion genau andersrum. Und in der Zylinderprojektion haben wir so ein rechtwinkliges Koordinatensystem, das sich nicht nur rechtwinklig schneidet, wie in diesen Fällen hier, sondern das tatsächlich rechtwinklig aufeinander steht. Und da haben Sie den Effekt, das kennen Sie auch in Karten dann, dass hier unten zum Beispiel die Antarktis riesengroß dargestellt würde und sich von einer zur anderen Kartenseite erstreckt, weil eben unsere Meridiane, unsere Längenkreise nicht in Richtung Nordpol und Südpol zusammenlaufen, sondern weil die parallel nebeneinander hier abgebildet werden. Wir können diese Kartenprojektion auch nach der Lage der Projektionsfläche nehmen. Polständig wäre, wenn wir unsere Projektionsfläche auf den Nordpol oder auf den Südpol legen. Äquatorständig wäre, wenn wir die Projektionsfläche senkrecht zu unserer Äquatorlinie ausrichten. Und zwischenständig wäre irgendeine Ausrichtung dazwischen. Und dann bleibt noch die Lichtquelle. In meinem ersten Beispiel war es eine stereografische Projektion, weil die Lichtquelle genau gegenüber der Projektionsfläche war. Es gibt aber auch eine zentrale Projektion, da wäre die Lichtquelle im Zentrum der Erde. Und es gibt eine orthografische Projektion, da wäre die Lichtquelle praktisch unendlich weit entfernt von der Erde, sodass wir einen parallelen Strahlengang auf die Erde haben. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Dort, wo wir hier mit den Breitenkreisen schneiden, würden wir auch hier in unserer Abbildungsfläche unsere Breitenkreise abbilden. Zusammengefasst, aus Lage der Projektionsfläche polständig, Lage unseres Projektionszentrums, unserer Beleuchtungsquelle stereografisch, können wir eine Projektion benennen, in diesem Fall die polständige stereografische Azimutprojektion. Wir hatten es schon angesprochen, der Abstand zwischen
den Breitenkreisen, der ist hier nicht konstant. Der Abstand hier zwischen dem Nordpol und unserem ersten hier gedachten Breitenkreis ist sehr, sehr viel größer als der Abstand dann zum nächsten Breitenkreis. Diese Breitenkreise hier sind in gleichen Abständen eingetragen. Hier in unserem Erdmodell hier oben ist diese Strecke deutlich länger dann als diese Strecke. Das zeigt schon, dass Karten Verzerrungen aufweisen und dass wir keine Kartenprojektion finden, die überhaupt keine Verzerrungen aufweist. Wenn wir etwas Rundes in etwas Eckigem abbilden, haben wir immer an irgendeiner Stelle Verzerrungen. Und mit Hilfe solchen Tissot'schen Indikatoren, das sind Kreise, die auf der realen Erdoberfläche sozusagen, wenn man sie auf der realen Erdoberfläche zeichnen würde, dann hätten sie exakt eine Kreisform und ihre Größe wäre überall gleich. Das ist hier mal links dargestellt, wenn wir sie tatsächlich auf unserer kugelförmigen Erde zeichnen würden, wäre jeder dieser Kreise ein wirklicher Kreis und die Fläche dieser Kreise wäre, egal ob sie weiter nördlich liegen oder am Äquator liegen, gleich groß. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal in einer Kartenprojektion anschauen, hier so eine Zylinderprojektion beispielsweise, dann sehen wir, dass wir zwar überall, wenn wir vom Äquator nach Norden gehen beziehungsweise vom Äquator nach Süden gehen, immer noch Kreise haben, also die Form ist hier noch die gleiche, aber dass unsere Kreise immer größer werden. Jetzt sollen die aber ja in der Realität überall die gleiche Fläche haben und das bedeutet, dass die Flächen, die hier im nördlichen Teil und die hier im südlichen Teil dargestellt sind, sehr, sehr viel größer sind, sehr, sehr viel verzerrter sind als die eigentliche Fläche, die dieser Kreis hier haben dürfte, wenn wir sie mit unseren Flächen am Äquator vergleichen. Anders gesagt, Zentralbereiche von Afrika hier beispielsweise werden sehr, sehr viel kleiner dargestellt im Verhältnis zu zum Beispiel Skandinavien oder im Verhältnis zur Antarktis, als sie tatsächlich sind. Und so etwas kann man jetzt für viele Projektionen machen und man kann diesen Projektionen auch Eigenschaften zuweisen, so eine Mercator-Projektion hier beispielsweise, also so eine Zylinderprojektion, wo die Kreisform erhalten wird, aber die Fläche unserer Kreise nicht überall gleich groß ist, wir also keine flächentreue Projektion haben. Dafür haben wir bei so einer Mercator-Projektion immerhin eine winkeltreue Projektion. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle einen Winkel in diese Richtung messe, dann ist dieser Winkel tatsächlich 45 Grad. Und wenn ich ihn an dieser Stelle den gleichen Winkel abtrage, dann wäre das auch ein 45 Grad Winkel. Die Karte ist winkeltreu und wir können überall einen Winkel messen von einem Ort auf der Welt zu einem anderen. Dieser Bermann-Projektion hier, das wäre jetzt ein Pendant zu unserer Mercator-Projektion, auch die ganze Welt dargestellt, aber diesmal flächentreu. Wir haben jetzt den Fall, dass alle Kreise, die hier eingezeichnet sind, in dieser Abbildung tatsächlich die gleiche Fläche haben. Aber wir sehen schon, dass sich die Form sehr, sehr stark verändert. Hier noch kreisförmig, hier sehr in die Breite gezogen, dieser Kreis. Es wirkt so ein bisschen, als würde die Erde hier nach hinten abklappen. Wir sehen das auch hier, Grönland klappt so nach hinten, so ein bisschen weg ins Dreidimensionale. Wir sehen aber auch, dass Afrika jetzt sehr, sehr viel größer eingezeichnet ist gegenüber zum Beispiel Skandinavien. Das gibt also jetzt die realen Flächenverhältnisse her. Aber, und damit ist es eine flächentreue Projektion, so viel sollte man zu dieser Projektion noch sagen, aber sie ist nicht mehr winkeltreu, ein Winkel, den wir hier im Bogenmaß abtragen und wenn wir gleichen Winkel hier oben messen, dann schaut er in unterschiedliche Richtungen, weil wir, wenn wir hier so einen Sektor rausschneiden und hier oben einfach durch unsere nicht winkeltreue, aber dafür flächentreue Projektion nicht mehr auf dieser Karte irgendeine Peilung vornehmen können. Und letztes Beispiel, längentreue Projektion. Da sehen Sie, dass die Kreise, hier ist dieser Zylinder ungefähr auf unserem Erdmodell aufgelegen. Wenn wir weiter Richtung Norden kommen oder weiter Richtung Süden, dann verändert sich sehr stark diese Kreisform. Die Flächen sind auch nicht mehr gleich, aber
Die Länge wäre hier gleich. Ich kann also entlang hier von so einem Meridian tatsächlich messen. Ich kann aber keine Winkel einmessen und ich kann auch keine Flächen auf dieser Karte vergleichen. Diese Längentreue hat eine Einschränkung, die gilt tatsächlich nur entlang von meinen Meridianen und entlang eines Breitenkreises. Irgendwie so diagonal kann ich hier drin nicht messen, dann bräuchte ich auch eine winkeltreue Projektion, die gleichzeitig also winkeltreu und längentreu ist. Jede Karte hat also Verzerrungen und ein Ziel der Kartografie ist es, für manche Anwendungen diese Verzerrungen sehr, sehr klein zu halten, möglichst gegen Null gehen zu lassen. Und da kommt der Kartenmaßstab ins Spiel. Und schauen wir uns nochmal das Beispiel an, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, hier mit dieser Azimut-Abbildung. Was Sie sich ohne weiteres vorstellen können, ist, wenn wir mal diese Abbildungsfläche hier, die zweidimensionale Abbildungsfläche, die hier durch die gerade Linie gekennzeichnet ist, anschauen, im Verhältnis zu unserer gekrümmten Erdoberfläche, dann sind die Abweichungen hier, wo unsere Abbildungsfläche die Erde tangiert, sehr, sehr klein. Und die Abweichungen zwischen gerader Strecke und gekrümmter Strecke, die werden erst groß, wenn ich von diesem Berührungspunkt hier oben weggehe. Also hier in diesem Bereich, da ist der Unterschied tatsächlich groß zwischen meiner geraden Abbildung und der gekrümmten. Hier oben kann ich die sehr, sehr klein halten. Was heißt jetzt, dass da der Maßstab ins Spiel kommt? Maßstab ganz grundsätzlich gibt uns an, wie viel Zentimeter in unserer Kartenabbildung einem Zentimeter in der Realität entsprechen. Ein Maßstab von 1 zu 25.000 würde also bedeuten, ein Zentimeter in der Karte entspricht 25.000 Zentimetern in der Realität. Ein Maßstab von 1 zu 5 Millionen würde bedeuten, ein Zentimeter auf unserer Karte entspricht 500 Millionen Zentimetern in der Realität. Wenn Sie also eine große Zahl unter dem Bruchstrich haben, 1 zu 500 Millionen, dann spricht man von einem kleinen Maßstab, weil Sie ja die 1 durch diese große Zahl teilen. Wenn Sie eine kleinere Zahl unter diesem Bruchstrich haben, 1 zu 25.000 beispielsweise, oder 1 zu 500, 1 zu 250, dann spricht man von einem großen Maßstab. Und je größer Sie jetzt diesen Maßstab wählen, je weniger Zentimeter in der Realität, also ein Zentimeter auf Ihrer Karte entspricht, umso weniger können Sie bei gleich großer Papiergröße von der Erde auf dieser Karte abbilden. Also um hier einen großen Teil der Nordhemisphäre über so eine Ost-West-Erstreckung von 180 Grad abzubilden, da müssen Sie einen kleinen Maßstab wählen, um das zum Beispiel auf einem DIN A4-Blatt unterzubringen. Wenn Sie nur diesen kleinen Punkt hier am Nordpol abbilden wollen, dann können Sie auch einen großen Maßstab wählen und dann würde Ihre Kartenabbildung so aussehen. Sie würden also nur einen ganz kleinen Bereich der Erdoberfläche hier abbilden und in diesem ganz kleinen Bereich sind die Verzerrungen dann auch entsprechend klein. Eine großmaßstäbige Abbildung hat also eine kleinere Verzerrung als eine kleinmaßstäbige Abbildung, wenn Sie sonst nichts an Ihrer Projektion, an Ihrem Kartenentwurf verändern. Großer Maßstab, kleine Verzerrungen, kleiner Maßstab, große Verzerrungen. Ich habe Ihnen bisher immer Koordinatensysteme gezeigt, die Sie ganz einfach mit Zirkel und Geodreieck auch konstruieren können. Jetzt möchte ich Ihnen noch eins zeigen, als Beispiel einfach für eine Fülle von anderen Koordinatensystemen, das nicht ganz so einfach durch so eine Projektion konstruierbar ist. Nämlich deshalb, weil nicht die ganze Erde auf einmal in so einem Projektionssystem abgebildet wird oder der Ausschnitt, den wir gerade betrachten wollen, sondern weil wir, ähnlich wie bei dem Orangenbeispiel, das ich Ihnen schon gezeigt habe, wo wir von der Orange so Streifen abschneiden und dann versuchen, diese Streifen erstmal glatt zu bekommen, auch
von unserer Erde solche Streifen abschneiden, sozusagen solche Streifen kartieren. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel so einen Streifen abschneiden, dann fällt es uns leichter, diesen Streifen mit wenig Verzerrungen im Zweidimensionalen abzubilden, als wenn wir das für die ganze oder für große Teile der Erde machen würden. Und wenn wir diesen Streifen abgebildet haben, dann würden wir zum nächsten Streifen gehen und den nächsten Streifen abschneiden. Und wir würden in so einer überlappenden Streifenkartierung dann um die Erde herumgehen. Konkret beim UTM-Koordinatensystem, UTM steht für Universal Transmercator Koordinatensystem, funktioniert das Ganze so, dass wir für jede unserer sogenannten Zonen, eine Zone beschreibt einen so einen Streifen, den wir von der Erde runterschneiden und kartieren, dass wir für jede unserer Zonen einen Zentralmeridian definieren. Das wäre für Deutschland zum Beispiel 9 Grad Ost. Und dann wählen wir einen Bereich um diesen Zentralmeridian herum von jeweils 3 Grad, also 3 Grad Richtung Westen, 3 Grad Richtung Osten, sodass wir insgesamt einen 6 Grad breiten Streifen haben. Und diesen 6 Grad breiten Streifen, den kartografieren wir dann mit Hilfe eines Schnittzylinders. Und diesen Schnittzylinder stellen wir nicht so hin, dass die Öffnungen dieses Zylinders hier oben bzw. unten am Nord- und Südpol sind, sondern den legen wir praktisch quer an die Erde an, transversal, deshalb im Namen des UTM-Koordinatensystems. Und damit können wir dann unsere Erde in Maßen verzerrungsfrei abbilden. Hier mal eine Visualisierung noch dieses Schnittzylinders, wie er eben um 90 Grad gedreht hier an die Erde angelegt wird. Wenn wir das überlappend machen, dann brauchen wir ganz viele Streifen, um die Erde zu kartieren. Das ist hier in dieser linken Abbildung einmal dargestellt. Sie sehen dieses Koordinatengitter und jeder dieser senkrecht verlaufenden Striche dieser Einteilungen unserer Erde hier, der beschreibt jeweils die östliche bzw. westliche Grenze von so einer Zone. Zone hatte ich vorher schon gesagt, das ist jeweils der Bereich, den wir praktisch von der Erde abschneiden, um ihn dann zu kartieren. Und wenn wir mal nach Deutschland schauen, dann sehen wir hier, dass da die 32 drin steht. Wir sind in der UTM-Zone 32. Genauer gesagt, wir sind nördlich des Äquators, deshalb sind wir in der UTM-Zone 32 Nord. Und hier rechts mal eine Abbildung, wo Sie das noch genauer sehen. Diese UTM-Zone 32, die hat den Bezugsmeridian 9 Grad. Dieser Bezugsmeridian, den setzen wir jetzt in unserer Kartenabbildung auf einen Wert von 500.000 Metern oder von 500 Kilometern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Ort hier kartieren wollen, der liegt östlich des Bezugsmeridians, dann messen wir die Strecke in Metern von diesem Ort bis zu unserem Bezugsmeridian. Wir gehen lotrecht hier rüber und diese Strecke in Metern, die addieren wir auf die 500.000 Meter oder 500 Kilometer drauf. Und damit haben wir den sogenannten Rechtswert dieses Ortes bestimmt. Das ist also seine Koordinate in östlicher Richtung. Wenn dieser Ort links vom Bezugsmeridian liegen würde, also westlich des Bezugsmeridians liegen würde, dann würden wir die metrische Distanz zu unserem Bezugsmeridian zunächst mal genauso rechnen. Die würden wir dann nur von den 500.000 Metern abziehen. Wenn wir also einen Rechtswert haben, der kleiner ist als 500.000 Meter, dann sind wir im UTM-System immer westlich des Bezugsmeridians. Wenn wir einen Rechtswert haben, größer 500.000 Meter, dann sind wir immer östlich. Und negative Werte können praktisch nicht auftauchen, weil wenn ich hier weit genug nach Westen gehe, um in negative Werte zu kommen, das schaffe ich fast nicht, hier an dieser Stelle, wäre ich zum Beispiel bei einem Rechtswert von ungefähr 300 Kilometern oder 300.000 Metern, befinde mich also 200 Kilometer schon westlich dieses Bezugsmeridians und da komme ich schon an meine Grenze, da bin ich schon meine 3 Grad nach Westen gegangen und ich komme in eine andere UTM-Zone. Und Orte, die noch weiter westlich sind, die würde ich in der Regel nicht mehr in UTM 32 Nord abbilden, weil dann meine Verzerrung wieder zu groß wird. Dann wird die Schalenscheibe, die ich hier von der Erde abschneide, zu breit,
sondern wenn mich dieser Ort hier, diese Region interessiert, dann würde ich als Bezugsmeridian 3 Grad Ost nehmen und würde dann von 3 Grad Ost auf 500 Kilometer bzw. 500.000 Meter gesetzt nach Osten diesen Punkt abtragen. So kann man also die Ost-West-Koordinaten in diesem UTM-System bestimmen. Die Nord-Süd-Koordinaten, die werden als Abstand zum Äquator gemessen. Das ist ganz leicht hier vorzustellen. Wenn ich auf dem Bezugsmeridian bin, zum Beispiel dieser Ort hier, dann würde ich diesem Bezugsmeridian von 9 Grad folgen, bis ich irgendwann am Äquator ankomme. Und das wäre mein Hochwert, so nennt man dann diesen Wert, also die statt der nördlichen Breite spricht man von Hochwert, wäre dann der Abstand in Metern bzw. Kilometern vom Äquator. Wenn ich jetzt nicht auf diesem Zentralmeridian hier unterwegs bin, sondern zum Beispiel an diesem Ort, dann würde ich erstmal lotrecht auf den Zentralmeridian gehen und würde dann wieder entlang des Zentralmeridians messen. Und wenn Sie das mal ganz in Ruhe nachvollziehen, auch nochmal in ein Buch zu so einer UTM-Projektion reinschauen, dann werden Sie feststellen, dass wir in unserer mathematischen Projektion gar nicht anders können. Wir sind in einem rechtwinkligen Koordinatensystem. Da ist der Abstand auf irgendeinem Breitenkreis tatsächlich überall in dieser Zone gleich weit weg vom Äquator. In der Realität stimmt das natürlich nicht. Da gehen wir nicht lotrecht zu einem Bezugsmeridian, sondern da würden wir direkt auf der Kugeloberfläche von unserem Ort, der uns gerade interessiert, zum Äquator gehen. Und das ist schon wieder so ein Ansatzpunkt, dass wir auch in der UTM-Projektion eine leichte Verzerrung drin haben, die Sie am besten sich mal ganz in Ruhe in einem Buch zur Kartografie oder im Internet in einer Beschreibung zum UTM-Koordinatensystem noch einmal vor Augen führen. Ich habe schon gesagt, es gibt ganz viele dieser Koordinatensysteme. UTM war nur ein Beispiel dafür. Es gibt ganz viele auch spezifische Koordinatensysteme noch von einzelnen Ländern. Und aus unserer Lerneinheit wissen wir auch schon, dass wir nicht nur unterschiedliche Koordinatensysteme haben, sondern auch unterschiedliche Ellipsoide, die unterschiedlich im Raum aufgehangen sind. Das haben wir als geodätisches Datum bezeichnet, diese Kombination aus geometrischem Erdmodell, also unserem Referenzellipsoid, und seiner Lage und Orientierung im Erdmodell. Und jetzt kommen noch unsere projizierten Koordinatensysteme dazu, UTM zum Beispiel. Und auch da ist es dann wichtig, dass wir nicht nur sagen, naja, wir haben jetzt eine Karte in UTM gemacht und das hier sind unsere UTM-Koordinaten. So und so viel Kilometer Hochwert, so und so viel Kilometer Rechtswert, sondern diese Koordinaten, die beschreiben auch wieder nur dann wirklich den einen Punkt auf der Erde, den wir damit angeben wollen, wenn wir anderen Personen, die das nachmachen wollen, die mit diesen Daten irgendetwas anfangen wollen, nicht nur das Koordinatensystem nennen, sondern auch unseren Referenzellipsoid und wie wir ihn im Erdmodell verankert haben. Nur Kartenkoordinaten, nur die Angabe UTM-Koordinatensystem nützt also wenig. Wir müssen das geodätische Datum und das Koordinatensystem angeben. Und zusammen nennt man diese Angabe auch Koordinatenreferenzsystem. Und erst durch die vollständige Angabe des Koordinatenreferenzsystems können wir tatsächlich sicher sein, dass wenn wir Koordinaten von einem Ort bekommen, dass wir diese Koordinaten auch wirklich exakt an dieser Stelle finden. Die gleichen Koordinaten, gleichen UTM-Koordinaten in zwei unterschiedlichen geodätischen Daten, zum Beispiel im WGS84-System, das wir für die GPS-Messungen benutzen, oder in dem lange Zeit für die deutsche Vermessung verwendeten Bessel-Ellipsoid mit Rauenberg als Fundamentalpunkt, also dieses Potsdam-Datum als Referenzmodell, die bezeichnen tatsächlich dann gleiche Koordinaten, aber zwei unterschiedliche geodätische Daten, unterschiedliche Orte auf der Welt. Da ist jetzt nicht irgendwie eine Spanne von ein paar hundert Kilometern dazwischen, aber eine Spanne von Dezimetern auf jeden Fall. Und die kann, je nachdem, wo wir sind, auch mal auf Kilometer hochgehen.
Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie ganz, ganz viel Geld für eine Befliegung bezahlen, um genau über diesen Punkt drüber zu fliegen, um davon vielleicht ein Luftbild zu bekommen, dann sollten Sie vorher schon sehr, sehr sicher sein, dass dieses Flugzeug auch an der richtigen Stelle fliegt und dass die Kamera auch über der richtigen Position ausgelöst wird. Deshalb Koordinatenreferenzsystem immer ganz wichtige Angabe. Und um das Leben hier ein bisschen leichter zu machen, hat sich einmal ein Erdölkonsortium tatsächlich zusammengeschlossen. Die hatten auch das Problem, dass sie sehr oft auf lokalem Kartenmaterial in den unterschiedlichen Ländern der Welt gearbeitet haben. Haben die sich mal zusammengeschlossen und haben im sogenannten EPSG-Code-System einmal alle Koordinatenreferenzsysteme, die man auf der Welt so findet, also alle Kombinationen aus Koordinatensystemen und geodätischem Datum mit einem eindeutigen Zahlencode versehen. Und dieser EPSG-Zahlencode, der eindeutig so ein Koordinatenreferenzsystem beschreibt, den finden Sie in unserer Lerneinheit verlinkt und können Sie sich auf der Webseite mal die unterschiedlichen Kartenprojektionen und die zugehörigen Codes ansehen. Und wenn Sie Ihre Koordinatenreferenzsysteme dann mit so einem EPSG-Code kommunizieren, dann ist das eine eindeutige Aussage und Sie können jederzeit dann davon ausgehen, dass eine andere Fachperson, die sich mit Kartografie auskennt, auch etwas mit ihren Koordinaten und ihrem Projektionssystem anfangen kann. Und das führt uns zum Abschluss zu einer Regel, die Sie sich wirklich merken müssen. Wenn Sie mit Geodaten arbeiten, also mit Eigenschaften von Räumen oder mit Messdaten, die in Räumen gemessen wurden und zu denen eine ganz bestimmte Positionsangabe gehört, egal ob die in einem geografischen System angegeben ist, also in Grad Nord oder Grad Ost, oder in einem kartografischen System angegeben ist, Sie müssen alle Geodaten ins gleiche Koordinatenreferenzsystem bringen, um mit diesen Daten tatsächlich arbeiten zu können. Sonst haben Sie zwar gleiche Koordinaten, aber weil zum Beispiel unterschiedlicher Ellipsoid dahinter stand bei der Vermessung dieser Koordinaten, bezeichnen die Messwerte und die Eigenschaften, die mit diesen Koordinaten verbunden sind, tatsächlich unterschiedliche Orte.